Herzlich willkommen zur Vorstellung des elektromechanischen Spiels Motocross, erstmals von Tomy veröffentlicht in 1980. Bei Motocross müssen mit einem Motorrad Hindernisse übersprungen werden und im Gegensatz zu diesem Videospiel aus der gleichen Zeit geschieht dies bei Tomy elektromechanisch. Erschienen ist das Spiel in verschiedenen Ländern unter weiteren verschiedenen Titeln wie Digital Daredevil oder hier sieht man auf dem Gehäuse Black Rider. Und Stuntbike. Betrieben wird das Spiel mit zwei Babyzellen, also 3 Volt. Das probieren wir jetzt einmal aus. Vor Spielbeginn ist der mechanische Punktezähler auf 0 und der Timer auf S wie Start zu stellen. Über einen Schalter an der Seite wählen wir die Schwierigkeitsstufe Pro 1 oder Pro 2. In der Zeit, in welcher der Timer von S wie Start auf F wie Finish läuft, muss mit einem Motorrad Hindernis übersprungen werden. Hierfür gibt es den Jump-Knopf. Je schneller gefahren wird, desto schneller steigt die Punktzahl. Die Geschwindigkeit kann hier gewechselt werden. Bei einer Kollision muss der Reset-Knopf gehalten werden, bis das Motorrad wieder in Fahrposition ist. Solange der Knopf gedrückt bleibt, steht der Punktezähler still. Große Hindernisse werden mit hoher Geschwindigkeit, kleine mit niedriger Geschwindigkeit übersprungen. Der An-Aus-Schalter startet das Spiel. Ich zeige im Anschluss zunächst eine absichtliche Kollision, dann ein Spiel im Pro-1-Modus, danach Pro-2 und zum Schluss werfen wir einen kurzen Blick ins Innere des Spiels. Die Anleitung sagt, dass wir ab 75 Punkten sehr gut sind. Wir werden sehen. Wie besprochen zeige ich jetzt kurz, wie eine Kollision abläuft und wie das Motorrad wieder in die Spur gebracht wird. In der Realität ist das Motorrad natürlich nicht so verschwommen und hat keinen so extrem hellen Punkt in der Mitte. Das liegt schlicht und ergreifend an der Aufnahme. Wie versprochen, ein kurzer Blick ins Innere. Die Geschwindigkeit kann ich ohne Gehäusedeckel leider nicht ändern, weil der entsprechende Schalter sonst rausfliegt. Wie das Ganze grundsätzlich funktioniert, habe ich in den anderen Videos zu den Tomy-Spielen Formula One und Terra Hit bereits grob erklärt. Also bei Interesse könnt ihr dort gern nachschauen.
Das soll es im Rahmen dieser Kurzvorstellung auch schon gewesen sein. Vielen Dank für das Interesse und alles Gute.